Moin Leute. Jetzt mal wieder ein neues mach halt doch wackiger. Hi Leute, jetzt mal wieder ein neues Video von JuckTV und dem geilsten Hund der Welt. Und unserem besten Werkstatthund. Lilly, guck mal hier, ne? Da ist er. Der Werkstatthund, der neue. Ja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt, das ist Teil 3, ist mehr Teiler, Teil 1 mal wieder in der Playlist. Bio. Erhältlich. Und in der Bio. Genau, erhältlich. Und Teil 3 von seinem Schrank. Ja, im letzten Teil habt ihr gesehen, wie ihr die ganzen Bodenträger gemacht habt. Hauptsächlich. Auch hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Hauptsächlich hat er was gemacht. Ich war immer, hab Platten verleihen für andere Sachen, für Aufträge. Und schon mal ein bisschen was für den Weihnachtsmarkt. Weil wir haben so eine kleine, mehr oder weniger Firma, ist übertrieben. Aber wir kriegen auf jeden Fall gute Aufträge, weil wir jeden Weihnachtsmarkt einen festen Stand haben in Seck im Westerwald. Wir wohnen nicht da, aber das ist in der Leider Nähe. Leider nicht. Aber es ist relativ irre. Ein bisschen weiter weg, aber nicht so weit. Um die 20 Kilometer. Auf jeden Fall, ja, sind wir da immer auf dem Weihnachtsmarkt und dann gibt es da immer Flyer, wenn was gemacht werden soll, dass wir das machen. Möbelbau und kleine Montagen machen wir alles. Und dann kommen halt schon ein paar Aufträge zusammen mittlerweile. Und ja, kommt auf jeden Fall vorbei am Weihnachtsmarkt in Seck. Ich mache nochmal ein separates Video dazu, damit ihr wisst, wann. Vielleicht 2-3 Wochen vorher. Ja, und jeder, der da ist, kriegt, wenn ihr wollt, eine Unterschrift und ein Held der Arbeit T-Shirt von Würth Modiv. So. Das gibt's dann zu verschenken. Kurz, ihr könnt es euch sehen. Nur ohne das Rot. Ich habe mich gestern sehr dermaßen bekleckert mit Farbe. Aber das kriegt er. Und genau. Wenn ihr wollt, können wir da drauf auch unterschreiben. Genau. Also würde ich sagen, jetzt geht's weiter gleich mit dem Schrank. Also wir sehen uns, wenn der Schrank hier vorne steht. Nee, wenn die Schrankböden bearbeitet sind. Ja, ich bin eigentlich immer skeptisch mit Bosch Grün unterwegs. Aber diese kleine Schleifmaschine von Bosch für kleine feine Arbeiten ist die echt perfekt. Und bei meinem Werkzeughändler, wo ich die hergeholt habe, gibt es auch eher sehr viel Garantie. Auf jeden Fall hatte ich die schon mal und dann ist die kaputt gegangen und habe ich einfach eine neue bekommen. Das ist die PSM Primo. Und die ist auf jeden Fall hier zum Zeigen. Ist auf jeden Fall sehr gut zum Flächenabschleifen für kleine Teile. Und ihr merkt, das hier ist sehr, sehr rau. Also, ihr seht's. Und das hier ist einfach nur geil. Meine Fresse. So, und Kamera abgestürzt. Wir arbeiten aber noch dran. Das ist jetzt der Schrank, der steht hier. Und gleich mache ich dann die Böden. Nee, die Träger rein. Okay. Und du musst da unten, wo wir zugespackst haben, nochmal streichen. Mann! So, Leute. Wir drücken jetzt. Geschnitten? Wie? Ach, ist egal. Also, wir drucken jetzt was aus noch für meinen Schrank. Das werdet ihr gleich sehen. Und deswegen machen wir jetzt hier in der Werkstatt. Klar, Chef. Erstmal Stopp. Weil der Lack da unten. Der muss trocknen. Der Lilly voll. Muss auch erstmal trocknen. Der hat Lilly komplett im Griff. Die kriegt jetzt auch was zu fressen. Sorry, dass gerade ein bisschen wackelig war. Ja. Wir machen jetzt hier gerade das Licht aus. Zack, Licht ist aus. Licht auch aus. Dann brauchen wir noch Dings. Schlüssel. Licht aus. Und dann gehen wir mal hoch. Die wartet, bis die Tür aufgeht. Ja, wir sehen jetzt hier, wie der hier schön einen Schrank am Bearbeiten ist. Die Bodenhalter sind schon alle drin. Da unten ist doch schon ein Boden drin. Hier, man sieht ja, Bayern-Fan. Hier oben ist das Logo. Und hier der
Der Schriftzug? Ja, auf jeden Fall klebt da gleich gar nichts mehr, wenn du da drum rumhängst. Ja, der Schrank ist auf jeden Fall weitestgehend, er geht zum Ende zu. Ja, da kommt halt noch ein zweiter daneben. Ja. Da. Habe ich jetzt bis zum Lichtschalter. Papa?